Sache von allem. Oder Willow, sag mal bitte, was wir machen. Wir sind sicher nur ein personifiziertes Teich geworden, als Beispiel als Mensch. Das sind seine Punches, da müsst ihr mal drauf achten. Oder wir geben gewisse Vibes ab. Warum denn immer das gleiche, Mann? Willow denkt grad drüber nach, wie man das am geschicktesten umschreiben kann. Ungemischter Kotnabopat, du Nutte liegst in einem Sarkophag. Du trägst die Sturmmaske falsch herum, darum bist du nur ein Plagiat. Du hast die Sturmmaske falsch herum auf, denn du Gangster trägst öfter mal Handschellen. Guckst du böse, krieg ich Vibes von einem Welpen, der mich anbellt. Probieren wird Willow im Leben nicht. Du kannst zwar nicht deutlich reden, aber dafür auf 10 verschiedene Arten sagen, wie fragil ein Ego ist. Was Neues probieren ist scheinbar für Willow so wie eine Mutprobe. Du triffst zwar keinen Ton, doch jede Zeile braucht deine Fußnote. Nicht mal du selbst kannst dich leiden. Mangel an Innovation bei dir leider der Standard. Du schenkst zu Weihnachten immer das Gleiche, ne stimmt nicht, die Schleife ist anders. Du suchst keine neuen Ideen, du tauschst Wörter aus und willst sie trotzdem rappen. Niemand will mit dir Worte wechseln, denn du kannst nur ein paar Worte wechseln. Du hast leider keinerlei Ideen. Du wolltest nichts einreichen, doch hast die Meinung geändert wie Dave. Und du denkst, du machst Kunst wie Bladesa. Dein größter Erfolg war eine Runde von Reka. Aber das spielt uns in die Karten, wie so ungemischt. Du misst Gegnerbezug mit Bezug zu dir selbst und denkst, dass eine Runde trifft, wow. Und an deine heutige Mundart, Bruder, selbst deine Leute finden's dumm. Du machst dich selbst zum Kälbchen, oder warum nimmst du so oft Kräuter in den Mund? Du machst Schablonen-Rap, aber du wechselst die Farbe. Du machst nur Mandalas aus, aber wechselst den Shift. Du kommst nur mit Schlagwörtern, doch keinerlei Worten, um uns zu schlagen. Das, was uns treffen soll, fängt etwas an, aber beendet nur dich. Du bist der, der bevor er erwägt, seine Runde seinen Jungs zu zeigen, sich zu ihnen dreht und zu verstehen. Gibt ganz wichtig, ihr müsst das metaphorisch verstehen. Deutsch war sicher voll dein Ding. Du kannst auf 10 Arten sagen, wie sich sein Kompass dreht, aber wo willst du damit hin? Und erzähl, dass nichts was bleibt, als übel. Nennst er auch noch so ein Weißgespüter, so als wär's deine Pflicht, deiner Mom deine Runden zu zeigen. Und die wird keine bösen Lines begrüßen, ja. Was so cool für das System. Du Paradebeispiel eines Muttersöhnchens, so wie du's zu sagen pflegst. Damals gelispelt wie so ein Chassuren-Sohn, da war ich genau so ein Wichser. Ich mein, welcher Basser kommt freiwillig auf die Idee, so zu reden wie so ein scheiß Opfer? Ich wurde zu Recht gedisst damit, doch heute mach ich mir keinen Kopf mehr. Und du regst dich auf, dass Leute dich mit Lispeln dissen, ja dann mach doch einfach nicht mehr. Ein Lispelnder, sich wiederholender Schlaumeier, danke, doch was ist dein Ziel? Battle-Rap ist tot, es gibt keine Innovation mehr, du bist das Paradebeispiel.